So YouTube, hallo und willkommen zu Worker and Resources. Wir haben inzwischen den 2. April und einen Stau. Ja, okay. Nicht, Dünger ist nicht genug da. Apropos nicht genug da, was ist denn hier? Aber es scheint nur visuell zu sein. Okay. Das, was das hier fehlt, hat das hier zu viel. Hier fehlt ein bisschen was, das ist okay. Aber die anderen, 4,181. Hier passt. Also hier ist nichts fehlerhaft. Keine Ahnung, warum da nur keine Textur ist. Vielleicht, weil ein Millimeter zu viel reinragt. Oder irgendwie sowas. Ja, wir müssen das hier ja noch anbinden aneinander. Und ich würde sagen, generell wäre es nicht schlecht, hier zwischen eine Verbindung zu haben für Feuerwehr und Co. Erstmal müssen wir die Schiene planen. Meine Augen jucken manchmal. Das ist nervig. Erstmal die Straße hier weg. Ich glaube, das ist die kleine Fliege. Ich habe hier so eine kleine Fliege. Kennt ihr das? Die nerven einen zu Tode. Und dann kribbelt das immer, wenn die kurzzeitig sich da mal irgendwo hingesetzt haben. Und dann hat man irgendwann so fake gekribbelt. Okay. Ich lasse ein kleines Stück. Dann gehen wir hoch. Ich würde sagen, so rum. Wir müssen ja da drüben ran. Dann brauchen wir eine schöne Zugbrücke. Nehmen wir wieder die. Kein Winkel, sondern einfach nur gerade rüber. Das reicht. Und dann mit dem runter. Kann man durchgehen lassen. Und wir... Ja, ich weiß halt nicht, wie das werden soll. Am liebsten irgendwie so. Aber was kommt hier hin? Vielleicht noch ein Feld? Vielleicht machen wir es lieber so und dann daran. Ich will, dass es nicht so krumm wird, aber ich will auch nicht so, dass es so, ja, nicht krumm wird. Das sind halt zu harte Winkel, nicht? Ich will eher abgerundete. Ja, eher so. Ich weiß gar nicht, ob das in dem Spiel eine Auswirkung hat. Dann können wir hierhin vielleicht nämlich noch ein Feld mehr hinsetzen. Aber da passt auch nur noch mittleres. Oh, dann sieht das ein bisschen integrierter vielleicht aus. Ich weiß gar nicht, wo es hier hinten dann wirklich lang gehen soll. Mit der Straße. Vielleicht rüber. Über die Schiene. Und hier hinten ran. Dass das hier... Ja. Dass das hier...
kommen wir da durch? Wenn ich hier nämlich anfange mit der Brücke, kommen wir hier nicht mehr durch. Oder wir müssten irgendwie so, dann hier mit der Brücke drüber. Klappt das? 3, 6, 9. Kein Modus. Wir würden nur so rüberkommen. Und das wäre zu kurz. Schade. Ich wollte das doch noch mit der Seite verbinden. Was kriegen wir dann wohl nicht hin? Und da fehlt wieder die Stelze. Das habe ich an der einen Stelle. Es sieht so scheiße aus. Und dann parallel zur Schiene vielleicht. Dass wir da einfach langlaufen. Ja, und hier ein Bahnübergang kam dann. Das hat jetzt... Die müssen das aber dahin liefern. Das ist halt echt ungünstig. Das heißt, die müssen einmal da durch, bis da hinten ran. Könnten natürlich auch hier lang und da die Brücke bauen. Ja, nichts hält so lange wie eine Planung in diesem Spiel, nicht wahr? 30 Millisekunden. Und dann hat man einen besseren Plan. Aber manchmal muss man das erstmal vor sich sehen, um dann zu sagen, boah, das ist scheiße. Und manchmal muss man die Maus einfach loslassen, um zu merken, das ist noch beschissener. So. Delle. Na, das ist nicht ganz in dem Winkel, den ich wollte. Ich glaube, die Brücke ist auch nicht ganz in dem Winkel. Okay. 3, 6, 9. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da die Stelze kriegen. Okay. Wäre ein Stück zu weit hier rum. Wir versuchen erstmal so. 3, 6, 9. Ist gar nicht so leicht. 1 Grad. So. Aber jetzt ist es schief geworden. Bam, schiefe Brücke. Keiner will eine schiefe Brücke. Und jetzt hat er die Stelze nicht. Ach Mann, leck mich. Wirklich. Irgendwie wäre geil, wenn man von oben sehen würde, dass unten eine Stelze ist. 3, 6, 9. Jetzt muss ich von der Seite gucken. Dann weiß ich aber nicht, ob es gerade ist, nicht? So, Stelze also bis... 51, ja. Jetzt muss ich wieder nach oben. Also Hilfslinien wären schon eine geile Sache. Jetzt weiß ich wieder nicht, ob das passt. Okay, wir müssen Minimum 30 Meter, 31 besser. Dann nach oben. 31, Winkel kein Grad, sehr gut. Und dann runter.
So. Das hier passt jetzt natürlich auch nicht mehr ganz. Wenn wir es so ein bisschen im Bogen machen. Ja, stellt es da. Jetzt passt mir das. Okay, der Anschluss hier, den müssen wir auch nochmal über... überarbeiten. Eigentlich ist das hier jetzt der Hauptanschluss dann. Die sollen... Die brauchen wir ja gar nicht mehr hier. Stimmt. Die müssen ja eigentlich gar nichts mehr anliefern. Weil die ja das von da hinten holen. Ich brauche ja gar nicht mal neue Autos kaufen. Das ist ja optimal. Das Einzige... Ich muss sie kurz fahren lassen. Find mal bitte keinen Weg. Damit ich den Weg hier abreißen darf. Warum, da ist doch ein Anschluss. Warum fährst du den nicht an? Er fährt den längeren Weg? Warum denn das? Also die Autos sind manchmal auch weird. So. Das können wir noch verbessern. Und ihr kriegt dann eine neue Aufgabe. Ihr fahrt nicht mehr zum Zollhaus, sondern zu dem Ding. Beladet euch mit 100% davon. Hier fliegen die Sachen raus und let's go. Warten bis voll am besten noch. Und hier warten bis leer. Und dann können die losjuckeln, sobald die Straßen gebaut sind, nicht? Das wird jetzt ein bisschen dauern. Das heißt, wir werden keinen Stoff für eine Weile haben. Wenn wir nicht die Prioritäten hier hochschrauben. Weil wir gleichzeitig zu viel bauen, würde ich sagen. Aber hier hinten haben wir ja Bauämter, die, glaube ich, gar nicht bis vorne kommen. Und das hier dann natürlich unterstützen können. Die ersten fahren hier rein, können aber natürlich nichts mit anfangen. Oh oh. Naja, den Stau kennen wir. Den Stau kennen wir. Die beiden Meldungen würde ich gerne ausschalten. Die Baustelle hier geht weiter. Gesundheit nur noch auf 88%. Schlaganfall viele gehabt. Hunger. 99 Leute hungern. Was ist passiert? Warum fehlt hier Nahrung? Okay, der eine reicht nicht mehr. Dann brauchen wir da einen zweiten LKW einfach. Hilft ja alles nichts. Den da. Ja, dann kann der andere schon unterwegs sein. So, du bist es. Und dann fährt er direkt los. Sehr gut. Dann ist es hoffentlich auch ausgebessert. Pflanzen sind noch drin. Ah, die fahren schon. Okay, die haben also jetzt eine Alternativroute gefunden. Wo stand der gerade? Achso, das war hier beim Stoff. Ja. Aber Stoff ist ja genug da. Was fehlt denn euch? Hm.
Okay, okay. Die fahren. Kann man routenbasiert die Autos ab... Achso, aber wir haben keinen Schrottplatz. Okay. I verstehe. Außerdem brauche ich ja gar nicht so viel, wenn die Straßen da erstmal fertig sind. Dann müssen die ja gar nicht so einen großen Umweg fahren. Allerdings nutzen sie jetzt mal die Autobahn. Dafür ist sie ja gedacht. Und ein Gebäude brennt. Ich hoffe, kein falsches. Das da. Ja, das sollte klappen. Normalerweise schafft das die Feuerwehr, da hinzukommen. Ja, hat sie locker geschafft durch die Reduzierung des Verkehrs, durch den Aufbau von den Autobahnen. Alles tippitoppi. Der Tunnel ist auch fertig. Sehr gut. Die Straße hier ist auch schon sehr weit. Die eine ist sogar komplett schon gekiest worden. Dann lassen wir die andere auch noch kiesen. Was sagen ist hier? Hier ist voll. Okay, Treibstoff passt. Öl leicht im Plus. Tank, Treibstoff wird leerer. Bitumen wird voller. Okay. Oh oh. Ich glaube, wir müssen bald die Fahrzeuge ersetzen. Bleiben immer mehr liegen. Ich weiß nicht, ob die hier von ihrer Kapazität her das nicht schafft, aber... Fahrzeuge 1, 5 von 5. Mechanische Bauteile fehlen ganz oft. Ja, aber da fährt der LKW denn los und kommt dann an, hoffe ich. Stau. Oh, hier schon wieder Stau. Okay, warte. Das darf nicht passieren. Spielan. Ich glaube, das ist, wenn man zu lange zu schnell laufen lässt. Wann hat er jetzt gespeichert? Juni, Mai. Boah, der speichert irgendwie nicht so in diesem Schnellmodus. Da müsste er echt vorsichtig sein. Ja, mit den Kack-Tanklastern dazwischen, die dann irgendwo hinwollen, das ist ein Problem. Erstmal die hier wegkriegen. Und vielleicht die hier. Okay, hat sich noch mal gefangen, hoffe ich. Weil die ganzen kleinen Pissautos da lang wollen. Mann, Alter, warum kack dich doch mal an? Fahr doch mal jetzt da weg. Du stehst einfach im Weg. Und du auch. Ich hab da gar nichts verloren. Also haben sie schon, aber... In dem Moment gerade nicht. Und du sollst auch nicht hier lang. Und du sollst... auch hier kurz mal nicht lang.
Und du sollst auch mal kurz hier nicht lang. Und du sollst vielleicht eher mal da lang. So. Ich glaube, diesmal krieg ich es nicht aufgelöst. Das ist auch zu lange. Alle werden arbeitslos. 27%. Wir laden wieder den Mai. Ach, es ist kacke. Das sind so Momente. Mann, Spiel, lass doch den anderen vorfahren. Warum blockieren die sich gegenseitig? Oh. Und man kann auch nichts dagegen machen. Ich hatte schon, dass die ganze Stadt einfach sich gegenseitig blockiert hat. Über hunderte Kilometer. Wenn man irgendwann einfach zu viele Autos hat, dann bricht das System einfach zusammen, egal wie viel Straße und Abzweigung und Vorfahrtregel man hat. Und in diesem Fast-Forward-Modus, nicht, da verhackeln die sich ganz schnell. Liegt halt aber auch an diesen kleinen Autos, die hier in diese Tankstelle ranfahren und in die falsche Richtung abbiegen. Vielleicht müsste das hier eine Einbahnstraße werden. Das würde das Problem wahrscheinlich zumindest erstmal entschleunigen, aber nicht endgültig lösen. Und bei der nächsten Stadt brauchen wir auf jeden Fall eine Innenstadtallee, die zweispurig ist. Die habe ich diesmal nicht vorgesehen. Aber was man sagen kann, auf jeden Fall funktionieren T-Kreuzungen ohne Kreuzungen besser. Jetzt haben sie sich zum Beispiel nicht verkeilt. Das ist auch 7. Juni. Aber man muss ständig einen Blick dahin drauf haben, wenn man viel baut. Okay, Kran an der Brücke. Wir haben inzwischen 722 Leute, die noch arbeiten wollen. Hier ist alles fertig. Das ist ja geil. Dann können wir sagen, das so rum und das so rum. Ich hätte halt noch eine Nord-Süd-Autobahn gebraucht, definitiv. Was sagen die Bauzüge? Die fahren noch. Ich glaube, die haben sogar fast alles gebaut. Was zu bauen war bisher. Hier sind zwei Schienen. Oh oh, das haben die schon gebaut. Okay, wartet. Das hier sollen die nämlich nicht bauen. Aber das hier sollen die bauen. Das können sie bauen. Und ja, auch das können sie bauen. Das können sie bauen. Das können sie bauen. Das kann ich eh nicht mehr ändern, nicht wahr? Aber dadurch hätten wir nämlich auch viel weniger Busse denn auf den Straßen. Ach, weil ich hier die Kiesstraße gebaut habe. Das hat die Baufahrzeuge veranlasst, in die Stadt reinzufahren. Chaos pur. Deswegen. Okay, dann lassen wir erstmal die Brücke fertig werden. Ich glaube, dann ist das ein bisschen beruhigter. Ein Gebäude brennt. Oh no. Ja, hier hinten eine Feuerwehr wollten bauen. Vielleicht in die Nähe. Andererseits wollten wir hier eine Autobahnausfahrt machen für die irgendwo. Da wissen wir also noch nicht, wie es wird. Oha, oha. Gelöscht.
Aber unser Schienennetz nimmt Gestaltung an. Sehr, sehr gut. Oh, selbst das hier hinten hat er gebaut. Ja, gut. So, nun muss ich es abreißen. Sagen wir mal, das hier soll er nicht bauen. Warum können sie das hier nicht bauen? Weil sie nicht auf diese Schiene raufkommen. Aber die könnten auch das bauen. Kein zugewiesenes Bauamt, weil das nicht verbunden ist. Ich sehe es, hier ist ein Poller. Okay, das ist scheiße. Das muss nochmal abgerissen werden. Das ist so eine Kacke. Das sieht man manchmal gar nicht. Und dann funktioniert irgendwas nicht und dann fragt man sich so, what the fuck, warum geht das nicht? Ein Zug wartet zu lange. Ja, der wartet nicht zu lange, der wartet so wie vorgesehen, Spiel. Über den Busverkehr, ich wünschte, er könnte vorhersagen, wann das problematisch wird. Stau. Noch mehr Stau. Ja, wir brauchen unbedingt die Züge. Achso, das sind die Dinger. Ja. 800 Tonnen nur. Oh oh, oh oh. Ich muss immer einen Blick jetzt auf die Busse haben. Oh, gerade wird zu voll. Dann lasse ich es lieber langsamer laufen. Okay. Geht wieder. Ja, die kommen halt immer in so Stoßwellen. Ich bin ja schon froh, dass wir die große Station da haben. Wo vier Busse reinkommen. Ich könnte natürlich noch eine größere Station hier hinbauen. Vielleicht so quer. Wir gucken mal. Vielleicht wäre das eine Option. Ich habe nämlich die hier. Also die hat vier. Die zwei. Zwei. Drei. Zwei. Eins. Sechs. Hätte die. Vier. Die habe ich gebaut. Zwei. Zwei. Fünf. Fünf. Eins. Sechs. 6. Also einmal hätten wir die hier. Das ist, glaube ich, das Pendant dazu. Könnte man fast hier hinsetzen. Gleiche Größe. So, welche haben wir noch? Die hat 6. Die ist ein bisschen größer. Und die hat nur eine Einfahrt. Und das gefällt mir an dem nicht, weil da blockieren die sich gegenseitig. Das hatte ich schon mal. Die hat 5. Die wäre natürlich auch nicht so verkehrt. Könnte man hier irgendwie hinsetzen. Die hat 5. Ist, glaube ich, die gleiche. Oder die hier. Die würde mir am besten gefallen. Aber die hat auch nur eine Aus- und Einfahrt. Müssten wir die Kirche abreißen. Wahrscheinlich. Geschweige denn davon, dass wir das hier wahrscheinlich gar nicht umgebaut kriegen. Die Straße könnte ich oben rumführen. Da hätten wir also noch ein bisschen Platz. Dann könnte ich das so bauen. Das wäre eine Option. Dann hätten wir zwei Busplätze mehr. Der Zug wartet zu lange. Ja, der Zug muss halt warten. Bis da gebaut wurde. So ist halt das System gerade. Stau. Ja, Stau ist mir egal. Ich mach mal so.
Und behalt das Eis im Blick. Ja, jetzt kommen zu viele. Jetzt müssen wir eingreifen, bevor das... Du fährst nochmal dahin. Und du fährst nochmal dahin. Ihr steht hier einfach blöd im Weg gerade. Ja. Die beiden waren zu viel. Okay. Dann versuchen wir es nochmal. Die Straße hier auch aufzuwerten. Weil dann kann man komplett einmal zumindest auf Stein durch. Gut, bis auf die Stelle, weil wir hier noch die Auf- und Abfahrten planen müssen. Das wäre das nächste Großprojekt, glaube ich, wenn die Kohle hin fertig ist. Oh, der Abriss braucht aber echt ewig, kann das sein? Sechs Tonnen Kies, zwei Tonnen Plattenbauteile. Nicht genug Platz zur Lagerung. Ja, dann weiß nicht. Und nu? Was soll ich da machen? Ich kann ja auch nicht zaubern. Zu viel Plattenbauteile drin. Ja, gut. 15 Millionen inzwischen. Oh, und bei der Kohle sollten wir vielleicht ein Hubschrauber-Ding vorsehen. Obwohl, brauchen wir Kohle für Hubschrauber? Nee, oder? Ist ja keine Bauressource, die irgendwie Sinn macht, die man hin und her transportieren sollte. Oh, die Straße ist nicht aus Kies. Das müssen wir leider kurz... Oh, oh, Pandemie. Bei Pandemien könnten wir gucken, ob wir einen Impfstoff... Erstmal Verringerung der Geburtenrate erforschen wir. Und stimmt, forschen können wir, habe ich ganz vergessen. Brandschutz, Industrie, Zivil, Wohngebäude. Tourismusstudie, Luftverkehrsstudie, Brandschutz, Wohngebäude. Apropos Brandschutz. Wir müssen hier noch weiter planen. Das hier ist nicht ganz gerade. So ist es besser. Hat das keinen Straßenanschluss gehabt? Anscheinend nicht. Okay. Interessant. Wie bauen wir hier hinten das auf? Die Frage ist, kommen wir irgendwie mit einer Straße da durch? Ich glaube nämlich nicht. Das habe ich mir leider verbaut, diese Chance. Die kriege ich auch nicht... anders gelöst. Wir könnten hier, glaube ich, durch. Das wäre eine Option. Dann hätten wir hier hinten auf jeden Fall eine Straße, die parallel zur Autobahn verläuft. Und dann hier irgendwie sich langschlängelt. Und
Ja, irgendwie hier hinten ankommt, dann. Hier kommt ja auch eine Auffahrt hin. Oh, und hier kommen Schienen lang. Ja, okay, dann lassen wir den Platz für Schienen. Oder eine Schiene kommt da lang. Okay. Und ja, wie geht's hier weiter? Weiß ich gar nicht. Weil wir nicht wissen, wo die Autobahn hundertprozentig langläuft, aber machen wir es mal einfach so. Die Autobahnauffahrt hat ja auch eine Abfahrt dann. Das ist irgendwie eine wilde Straßenführung. Gefällt mir irgendwie gar nicht. Das ist halt sehr eigenbedürftig, eigengewöhnungsbedürftig, komisch, was auch immer. Letzte Chance zum Kauf. Ja, das ist mir Wurst. Was soll das? Du bist doch eh voll. Es ist halt dumm, dass das Lager benutzt wird. Ich kann ja das Lager schlecht leeren. Also, ich kann ja nicht einfach 6 Tonnen Ressource verwerfen, weil das Lager voll ist, weil er es abreißt. Ich kann ja auch den Autos nicht temporär sagen, ey, du darfst da nichts. Liefern, nichts reinholen, nicht? Also, ich müsste komplett die Route versauen, dass sie jetzt nichts dahin liefern. Irgendwie nicht so toll. Genau wie das hier ist irgendwie auch nicht so das Wahre vom Ei. Also hier die Parallelstraße, okay. Damit kann ich noch leben. Aber diese Biegung und alles, das passt irgendwie nicht ganz. Man schon zirkeln hier. Weil wir haben nirgendwo runde Straßen, aber das Altstadtviertel bedingt das jetzt halt, nicht? Ah, das ist tricky auf jeden Fall. Erst mit einem gewissen Abstand vorbei, nicht? Das ist auch komisch. Okay.
So sieht's gleich ein bisschen besser aus. Aber auch sehr eigenbedürftig. Und hier wollen wir eine Autobahnabfahrt vorbei. Das muss ein bisschen enger. So, und hier kann ja Wasser und Abwasser und sowas wieder hin. Und die Ecke brauchen wir auch, weil wir ja gesagt haben, wir wollen keine Kreuzung haben. Wobei die Straße ja wegfallen könnte eventuell. Dann würde die hier rangehen. Oder wir haben da halt so ein Layout drin. Okay, aber erstmal hier können Wohnhäuser hin. Die hätten nämlich alles. Wir brauchen nur einen Weg dadurch. Ah, wir könnten unterirdisch ran. Stimmt. Das wäre eine Option. Das ist die andere Option. Auch nicht schlecht. Auch fürs Krankenhaus vielleicht wichtig. Nicht so geil. Okay, dann kommen die auf jeden Fall darüber. Unterirdisch können wir sie auch noch da hinten hinschicken. Und dann brauchen wir, der wird gebaut, Wohnhäuser. Ich habe noch ein paar Wohnhäuser runtergeladen. Neue. 75% Qualität nur. Nee, welche haben wir hier noch? 147, nee. 125, 165, aber schlechte Wohnqualität. 80, 70. Sanierte Arbeiterviertel. 130. Hä? Irgendwie sind die Gebäude nicht hier drin, oder sind das nur mittlere gewesen? BBS, die hatten wir schon. Brickhouse, 85. Ah, da passen nur 50 rein. Gut, wie viel kriegt man hier hin? 50, 100, 150. 300, 250, 400 vielleicht mit den kleinen. Okay. Hier passen 108 rein. 1, 2, 3. 3, 4, 300, 400. Wir brauchen eigentlich bauen wir hier ein hohes. 96 bei 84. 100, 200, 300, 400, 500. Schon besser. Gibt es noch ein großes? Mit einer guten Qualität. So mindestens eine 80er. 186. Aber die haben wir ja schon gebaut. Die sind sehr weit auseinander. Ansonsten könnten wir auch noch ein Arbeiterviertel machen. Da passen 280 rein. Das wäre zu groß. Aber da kriegen wir mehr hin, wenn wir andere Häuser bauen, nicht wahr? 130. So eine Kasernensiedlung hier hinten. 130. 260. 390. Das waren 10, die passt aber hier nicht hin. 287 ist auch ein bisschen zu lang. 200er würde gehen, will ich aber nicht. Wir bauen das hier. Das Problem ist, wir können es erst hier hinsetzen. Das heißt, wir bräuchten da hinten eins ohne Bounding Box.
Gut, aber das kann ja hier hin, zum Beispiel. So. Da hätten wir die ersten. Wenn wir das jetzt so drehen. Oh, dann hätten wir noch die zweiten und dann können wir das noch setzen. Nochmal vielleicht. Ja, das passt schon. Kann man einigermaßen durchgehen lassen. Da haben wir hier 100, 200, 300, 460, 540. Das ist doch viel besser. Und dahinter können wir dann noch ein paar kleinere machen. Vielleicht so ein. Wo relativ auch noch viele reinpassen. 144. Ja. 196. Oder ein paar kleine. Nee, der ist zu groß. Der ist auch ein Ticken zu groß. 140. 210. Oh, nochmal 210. Wir müssen einfach die Menge unterkriegen irgendwie. So, jetzt brauchen wir noch einen Weg. Da geht's nicht ran, okay. Machen wir das so. Ja, und hier müssen sie eigentlich gar nicht nach vorne ran, oder? Okay, das muss nochmal weg. Zuerst du. Da brauchen wir aber eine andere Kurve vielleicht. Vielleicht erst ihn hier ran. Dann dich daran und dich daran. So. Dann hätten wir's. Wird spannend für die Baufahrzeuge. Die Straße lasse ich mal, weil ich nicht weiß, ob ich die will. Und die hier geht eh nicht mehr anders. Weil wir unter die Brücke nur hier durchkommen. Also bis dahin ist das auch fix. Und dann haben wir da auch nochmal das Problem gelöst, dass die 743 vielleicht wenigstens einen Teil dann eine Wohnung hat. So, ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Aufnahme. Neues Wohnviertel steht, die Kohle wächst. Autobahn und Felder funktionieren. Wir kaufen kein Korn mehr ein. Wir verwenden nur noch unser eigenhergestelltes Korn. Das ist voll. Das ist dafür leer. Aber wir können das gar nicht so schnell wegverarbeiten. Stoff ist da. Kleidung kommt raus. Genug Arbeiter sind drin. Ich würde sagen, es läuft. Ich guck mal. Import von Ressourcen. Aktueller Monat.
Wir sehen, wir importieren nur noch Chemikalien und Stahl. Letzter Monat haben wir sogar noch ein bisschen Korn wahrscheinlich importiert. Nee, auch schon nicht. Und aktuelles Jahr Pflanzen für 129.000. Letztes Jahr Pflanzen für 488.000. Das heißt 300.000 in diesem Jahr schon gespart, 500.000 im nächsten Jahr. So kann es doch weitergehen. Genau, die warten, bis was reinkommt und fahren es dann weg. Dafür ist die lange Straße da bis darüber. Da blockieren sie keinen. Ja, du wartest zu lange. Achso, weil du wieder abreißen willst, nicht? Ja, das Problem werden wir dann morgen lösen. Ich weiß nicht wie. Oh. Achso, der baut den Tunnel. Nee, ist ja okay. Die müssen warten. So ist es halt. Und ja, wir sehen uns. Bis morgen und tschüss.